Klang, wo Gott im Herzen wohnt. Musik ist in dem Namen Jesus. Wenn mich des Bösen Drang und Zweifel nicht verschont, dann klingt so süß der Name Jesus. Lobgesänge, himmlische Klänge, Musik ist in dem Namen Jesus. Lobgesänge, himmlische Klänge, Musik im Herzen mein. Dem Christen klinget süß die Himmelsmelodie, der Weltmensch muss in Ängsten schweben, und jeder trifft gewiss, die Eige war schon hier, für dieses und das ewige Leben. Lobgesänge, himmlische Klänge, Musik ist in dem Namen Jesus. Lobgesänge, himmlische Klänge, Musik im Herzen mein. Der liebe Werk fängt an mit Singen und Gebet, da gibt es keine Zeit zum Grämen. Sie rettet, wo sie kann, verlorene früh und spät, durch Gott geweihtes Unternehmen. Lobgesänge, himmlische Klänge, Musik ist in dem Namen Jesus. Lobgesänge, himmlische Klänge, Musik im Herzen mein. Lobgesänge, himmlische Klänge, Musik, Musik, Musik im Herzen mein. Großes hat der Herr an uns getan. Lobet ihn mit allen euren Kräften. Macht die Herzen weit in Freude, bricht sich Bahn. Danket ihm für diesen Tag der Freude. Danket ihm für seine Gegenwart. Er ist mitten unter uns und will uns reichlich segnen. Wo ist solch ein großer, guter Gott wie du? Großes hat der Herr an uns getan. Lobet ihn mit allen euren Kräften. Macht die Herzen weit in Freude, bricht sich Bahn. Lobet ihn für seine große Liebe. Lobet ihn, er hat mit uns Geduld. Seine gute Hand führt uns durch alle Lebenslage. Wem ist unser Leben besser anvertraut? Singet froh, wir haben Grund zum Danken, Großes hat der Herr an uns getan. Lobet ihn mit allen euren Kräften, macht die Herzen weit in Freude, bricht sich Bahn. Ehret ihn, nur er allein ist würdig, ehret ihn mit Herz und mit Verstand. Lebet euren Glauben aus und ehrt dadurch den Vater. Ihm gehört der Ruhm in alle Ewigkeit. Ihm gehört der Ruhm in alle Ewigkeit. Amen, Amen, Halleluja, Amen.
What can I say? Auch von unserer Seite natürlich ein herzliches Willkommen an diesem schönen Abend hier. Was sollten Sie auch anders machen bei diesem Wetter? Und es ist wunderbar, dass Sie alle dazu beitragen, dass es hier ganz kuschelig wird in diesem Raum. Und wir werden natürlich unser Bestes geben, dass dieser Abend harmonisch abläuft. Was soll ich sagen? Es war eine Auszeit für uns und mittlerweile fühle ich mich so, mit ein paar Ausländern zusammen zu singen, ist auch nicht schlecht, haben wir uns gedacht. Und ich weiß natürlich auch, dass die meisten nicht wegen mir hier sind. Sie sind natürlich viele gekommen, um diese Leute hier zu treffen, zu sehen und natürlich auch singen zu hören. Und für uns ist es natürlich auch eine große Ehre, wir Daheimgebliebenen, uns werden die Haare natürlich immer weniger. Er hat sich ein schwarzes Hemd heute Abend angezogen und er dachte, das macht ihn schlanker. Es ist für uns eine große Freude, zusammen zu singen und diese Stunden, diese Minuten gehen natürlich viel zu schnell für uns vorbei. Und ich könnte euch noch viel erzählen, aber wir singen jetzt weiter, weil bei Jesus unser Glaube wieder Feuer fängt. Weil bei Jesus unser Glaube wieder Feuer fängt, weil er unsere Blicke wieder auf sein Kreuz hinlenkt, nehmen wir auch unser Kreuz auf uns und gehen los, so zieht Gott sich seine Sorgen, Kinder, immer groß. Bleibt mein Leben ohne Spur, wie des Vogels Flug, oder zieh ich für die Saat Furchen wie der Pflug? Ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen, dann wird auch mein Leben nicht die Winterzeit verwehen. Weil bei Jesus unsere Liebe wieder Feuer fängt, weil er uns daran erinnert, dass die Zeit sehr drängt, sagen wir, dass neues Leben immer da beginnt, wo sich Menschen retten lassen, die verloren sind. Bleibt mein Leben ohne Spur, wie des Vogels Flug, oder zieh ich für die Saat Furchen wie der Pflug? Ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen, dann wird auch mein Leben nicht im Winterzeit verwehen. Sprengt, stehen wir auch wieder gegen unsere Feigheit auf, unsere Worte wecken Glauben, da verlasst euch drauf. Bleibt mein Leben ohne Spur, wie des Vogels Flug, oder zieh ich für die Saat Furchen wie der Pflug? Ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen, dann wird auch mein Leben nicht die Winterzeit verwehen. Meine Schritte in Gottes Spuren gehen, dann wird auch mein Leben nicht im Wind der Zeit Es ist Jahreswende. Natürlich haben sich viele Gedanken gemacht, wie war das letzte Jahr, was ist abgelaufen. Und wie ein Buch, das man so aufschlägt und zurückblättert. Und da stehen so manche Sachen. Manches, da knallt die Schrift einem in die Augen. Manches ist so verwischt geschrieben, manches ganz dünn. Was möchtet ihr gerne mitnehmen? Was ist es, was euch bewegt hat, was euch beseelt hat im letzten Jahr,
Was möchten wir für die Zukunft weitergeben? Und wir haben herausgefunden, dass es einfach die Gnade Gottes ist, die uns leben lässt. Es ist wunderbar, dieses Wissen sich neu in Erinnerung zu rufen. Und aus diesem Grund haben wir auch diesen Abend hier geplant. Wir haben uns gedacht, das ist eine gute Möglichkeit, über seine Gnade neu nachzudenken. Gott hat unser Leben in der Hand. Oder wer von euch hat sein Leben selber bestimmt? Wer hat geplant, dass er ins Leben kam? Das haben wir nicht in der Hand. Er allein ist es. Und er lässt unser Leben ablaufen. Wir können Entscheidungen treffen, aber durch seine Gnade. Durch seine Gnade ging das Jahr hindurch. Und mit seiner Gnade möchten wir auch das neue Jahr beginnen. Wir möchten ein Lied singen. Der alte Mann singt es für uns. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Es ist ein Liebeslied. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. Und keiner kann es so schön singen wie er. Johannes Müller ist sein Name. Sollten wir gehen, wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück, nur du schenkst uns Lebensglück. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Nur du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Herr, wohin sonst sollten wir gehen, wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück, nur du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt.
Lied an deinem Ohr. Darf ich sagen, was die Seele fühlt? An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Wohin sonst sollten wir gehen? Und es war diese Sehnsucht nach Gott, nach dem lebendigen Gott, die den Psalmschreiber David bewegt hat, Musik zu machen, Gedichte zu schreiben. Also er ist einer der allergrößten Komponisten, der je gelebt hat auf Erden, würde ich sagen. Und er dichtete diesen Psalm, den Mendelssohn vertont hat. Und wir singen diese Sehnsucht. Und allein durch den Lemmy, durch diesen Bass, kommt diese Sehnsucht zum Tragen, wie der Hirsch rührt er, lechzt nach frischem Wasser. So sehnt sich Gott, meine Seele, nach dir. Lass uns diesen Psalm singen. Kühlen Wasserbächen,
keep my commandments, a vessel of
Und es ist ebenfalls seine Gnade, die dieses Gestalten in uns möchte. Er möchte unseren Charakter formen, unsere Gedanken, unsere Gefühle lenken, damit sie zu seiner Ehre gestaltet werden, wie ein Gefäß in des Töpfers Hand. Und wie könnte das besser geschehen als in Gemeinschaft? Und er stellte mich in die Gemeinschaft dieser Leute. Ich habe mir sie nicht ausgesucht, Leute. Ich wurde da reingeboren. Es tut mir irgendwie schon leid, wenn ich mir sie ausgesucht hätte. Also wir müssen die ganzen Jahre über dieses immer wieder erfahren, dass in der Gemeinschaft werden wir geschliffen, werden wir geformt, neu geknetet, neue Ideen kommen raus. Es hat auch was Schönes. Und Jungs, ihr habt uns schon gefehlt. Also die letzten Jahre, die letzten Monate, irgendwie lebten wir so frei und so schön hier mit dem Hansi. Zu bequem. Und jetzt sind sie wieder hier und sie stressen uns schon wieder. Es ist einfach Gottes Werk an uns, um für andere da zu sein. Für andere und zu seiner Ehre. Und das alles durch seine Gnade. Und dieses Lied, das wir singen jetzt, heißt Fellowship, Gemeinschaft. Und wer eben unsere Gruppe kennt, der weiß, dass wir gerne gut essen. Und wir sind sehr oft zusammen gewesen. Wir waren viel auf Reisen unterwegs in den Anfangsjahren. Und das war eine Freude und eine Gelegenheit für sich. Aber mehr dazu später werden euch die Jungs davon erzählen. Jetzt singen wir das Lied Fellowship. As we share each other's lives, for there's nothing as sweet as fellowship. As we share each other's lives, when we give our hearts to each other, you can feel the love inside. When we give our hearts to each other, you can feel the love inside. For there's nothing as sweet as fellowship. As we share each other's hearts, for there's nothing as sweet as fellowship. As we share each other's hearts, as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship. As we share each other's lives, we're talking about sweet fellowship.
Es ist wunderbar, so viele Bekannte, Verwandte, Freunde hier sehen zu dürfen. Und ich freue mich ganz besonders auf diesen Mann hier. Er singt ein Lied für mich besonders, wie tief kann ich fallen. Und es heißt, nie tiefer als in seine Hand. Und das ist eine wunderbare Aussage, die immer wieder durch dieses Lied herausgearbeitet wird. Und keiner kann es besser singen wie Markus. Und er berührt mein Herz jedes Mal damit. Weil wie oft fallen wir, wie oft stolpern wir. Und wer kann von uns sagen, er ist noch nie gefallen. Und wir fallen fast jeden Tag. Es tut uns leid. Und Gott in seiner Gnade hält die Hand hin. Und wir können nie tiefer fallen als in seine Hand, Markus. Sing dieses Lied für uns. Wie tief kann ich fallen? Wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt, wenn Brücken und Stützen verschwinden? Wie lang muss ich laufen auf dieser Welt, um sicheren Boden zu finden? Ein Lied gesungen von unseren Ausländern. Und um dieses zu bestätigen, machte er ein Zeichen. Und er gab es schon
vor vielen, vielen Jahren der Menschheit und er sagte, meinen Bogen setze ich als Zeichen der Gnade. Und dieses Zeichen ermutigt uns und bringt uns zu unserem nächsten Lied, The Rainbow of Love. God made a covenant with Noah in the days of long ago. He put a rainbow. God put a rainbow in the clouds for me. Yes, when the sun began to darken and the winds began to blow. He put a rainbow. God put a rainbow in the clouds for me. He put a rainbow. God put a rainbow in the clouds for me. Sent his son down heaven to die and set us free. Yes, when the sun began to darken on Mount Calvary, he put a rainbow. God put a rainbow in the clouds for me. When waters rolled upon this earth and darkness covered all the land, he put a rainbow. God put a rainbow in the clouds for me. Yes, when the Savior looked upon and took old Noah by the hand, he put a rainbow. God put a rainbow in the clouds for me. He put a rainbow. God put a rainbow in the clouds for me. He sent his son down heaven to die and set us free. Yes, when the sun began to darken on Mount Calvary, he put a rainbow. God put a rainbow in the clouds for me. There's bow a promise down be shining as it did in days gone by. He put a rainbow. God put a rainbow in the clouds for me. Yes, when the Master gave his son upon the rugged cross to die. He put a rainbow. God put a rainbow in the clouds for me. He put a rainbow. God put a rainbow in the clouds for me. Sent his son down heaven to die and set us free. Yes, when the sun began to darken on Mount Calvary, he put a rainbow. God put a rainbow in the clouds for me. For everybody, for you. Standing on the holy ground.
Und jetzt wäre noch er vorzustellen. Und er wird auch ein Stück für uns spielen, aber nicht jetzt, später. Als ich zum ersten Mal diesen jungen Mann gesehen habe, er war noch ganz schmächtig und er war etwas kleiner als ich. Wobei sein Charakter, den hatte er damals schon. Und wir hatten uns näher kennengelernt auf einer Freizeit in Norwegen. Und ich werde die Geschichte ganz kurz anreißen. Er war immer unterwegs mit so einem Teil da. Und er hat auch noch dazu gesungen. Und ich dachte, wann lernt er es jetzt endlich? Es war eine wunderschöne Freizeit in Norwegen. Es war ein Sommer wie aus dem Bilderbuch. Wir waren an einem See, an einem Fjord, nennt man die Seen dort. Der war so kalt. Und wir zwei haben uns aber in den See reingetraut und wir wollten ihn überqueren, hatten es aber nur bis zur Hälfte geschafft. An diesem Abend saßen wir den ganzen Abend zitternd da und deswegen fing der Markus dann an der Gitarre an zu schrummen und das funktionierte. Er saß dann immer irgendwo an einem Abhang und er hatte immer so eine komische Mütze auf und ich habe ihn gleich erkannt und er zupfte an seiner Gitarre rum und ich habe mich leise rangeschlichen, um ihn nicht zu stören und ich hörte dieses eine Lied und ja, wie es so ist, wir werden es jetzt spontan singen. Es wäre uns nicht eingefallen, aber der Alex hat es erwähnt vorher, als er die Vorstellung machte. Und dieses eine Lied hat uns ja schon auch geprägt. In dem Sinne hat er schon recht. Und es ist unser Lieblingslied jahrelang gewesen. Und es hat dazu beigetragen, dass viele ermutigt worden sind. Es hat uns sogar eine Psychologin geschrieben mal, dass sie das Lied einsetzt in ihrer Behandlung und dass es sehr dazu geeignet ist, die Leute zu ermutigen. Und es hat uns auch manchmal ermutigt. Hört einfach zu, der Clou. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, ein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou, ja, der Clou, ja, du bist du. Vergiss es nie, niemand denkt und fühlt und handelt so wie du und niemand lächelt, so wie du es gerade tust. Vergiss es nie, niemand sieht den Himmel ganz genau wie du und niemand hat je, was du weißt, gewusst. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou, ja, der Clou, ja, du bist du. Vergiss es nie, dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt und solche Augen hast alleine du.
vergiss es nie, du bist reich, egal ob mit oder ohne Geld, denn du kannst leben, niemand lebt wie du. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou, ja, der Clou, ja, du bist du. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou, ja, der Clou. Ja, du bist du, du, du. Einzigartig hat er uns gemacht, einen jeden einzigartig. Schaut euch mal um. Ich sehe keine zwei gleichen Leute hier. Einzigartig. Und wir haben es speziell für jeden einzeln gesungen. Aber ganz speziell für die Irene. Die hat heute Geburtstag. Wir wünschen dir alles Gute, Gottes Segen für das neue Lebensjahr. Und es war uns ein Anliegen, dieses Lied immer zu bewahren, irgendwie schon, es hat was Persönliches so von uns aus, ja. Und immer, wenn ein Kind aus unserer Familie geboren wurde, haben wir dieses Lied gesungen. Und mittlerweile, ja, sind schon einige geboren. Möchtet ihr unsere Kinder mal kennenlernen? Kinderchen, ihr dürft nach vorne kommen. Sie werden ein kleines Liedchen für uns singen. Thank you.
Wir wurden gesegnet und wir sehen das als Gnade Gottes, die er uns geschenkt hat, unsere Kinder. Dass sie leben dürfen, dass sie gesund sind, dass sie fröhlich sind. Und es ist uns ganz ein ganz wichtiges Anliegen, dass sie in der Bibel daheim sind. Weil wir möchten einmal mit ihnen auf der neuen Erde sein. Und nicht überall ist dieses Glück zu finden. Und auch bei uns ist es nicht jeden Tag nur glücklich. So viel Last, so viel Leid ist in dieser Welt. Singt ein Lied mit uns zusammen. Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, höre dir dein Gebet. Wenn dich Furcht befällt vor der langen Nacht, höre dir dein Gebet. Ihr hört dein Gebet, hör auf dein Gebet. Er versteht, was dein Kind bewegt, Gott hört dein Gebet. Wenn du kraftlos bist und verzweifelt weinst, hör dir dein Gebet. Wenn du ängstlich bist und dich selbst verneinst, hör dir dein Gebet. Er hört dein Gebet, hör auf dein Gebet. Er versteht, was sein Kind bewegt, Gott hört dein Gebet. Wenn die Menschheit vor ihrem Ende steht, hör dir dein Gebet. Wenn die Sonne sinkt und die Welt vergeht, hör dir dein Gebet. Ich hör dein Gebet, hör auf dein Gebet. Er versteht, was ein Kind bewegt, Gott hört dein Gebet. Nochmal zusammen, er hört dein Gebet. Versteht, was ein Kind bewegt, Gott hört dein Gebet. Er versteht, was ein Kind bewegt, Gott hört dein Gebet. Seine Gnade, seine Liebe, seine Gerechtigkeit und sein Gesetz zusammenzubringen, ist für uns Menschen oft ein sehr schwerer Punkt. Und das zu verstehen, bedarf Jahre. Jahre des Zusammenseins im Harmoniequartett. Also ich denke, Gott hat mich nicht umsonst zu diesen Leuten gestellt. Ich wurde nicht umsonst oder irgendwie zufällig hier reingeboren. Ich denke, es ist seine große Liebe. Und ich rückwirkend muss ich immer wieder feststellen, auch wenn es mir im Moment nicht passt mit diesen Leuten zusammen. Rückwirkend, rückblickend muss ich feststellen, es war seine Liebe. Und seine Liebe fließt wie ein Strom durch alle Zeiten. Lasst uns dieses Lied singen. Der Philipp kam extra aus Portugal hierher, um dieses Lied zu singen für uns. Und keiner kann es so schön singen. Philipp, sing es für uns. O große Liebe. Mächtig fließt dein Strom durch alle Zeiten, unermesslich strömt sein Wasser hell und klar. Lass uns singen von dem Strom der Liebe Gottes, von
Kreuz für alle Zeit. Du starbst für mich, dich preise ich, will rühmen deine große Liebe in Ewigkeit. Seine Liebe gleicht dem Sonnenstrahl am Abend. In der Schönheit seiner Schöpfung steht sie da. Seine Liebe füllt mein Herz mit tiefem Frieden. Jesus starb für meine Schuld auf Golgatha. Für alle Zeit. Du starbst für mich, dich preise ich, will rühmen deine große Liebe in Ewigkeit. Schauen, werden dankerfüllt vor seinem Throne stehen, und wir werden immer bei dem Vater wohnen, ewig in seiner großen Liebe sehen. Er ließ sich von Menschen kreuzigen. Und unser nächstes Lied erzählt, dass rechts und links von ihm zwei Räuber gekreuzigt wurden. Der eine entschied sich in die eine Richtung und der andere, der sagte: Gedenke an mich, Jesus, wenn du in dein Reich kommst. The Criminal on the Cross. Well, it was many years ago in the time of the Bible that they took him up to Calvary. They could have let him go, but instead they chose Barabbas just to set another criminal free. Just to set him free. When they crucified, he had a loving, caring master with compassion flowing from his eyes. Well, he said to a thief who was begging him for mercy that together we live in paradise. And I'm safe. I'm safe. I'm safe like the criminal on the cross. Praise God, I'm safe. I'm safe. I'm safe. No more to suffer loss. Well, he said I'd live in paradise. But he's taken care of the cross. Hallelujah. I'm safe. I'm safe. I'm safe like the criminal on the cross. Well, on the judgment day, when all the people gather around him and they wait to hear what he will declare, they will never, ever be more intense anticipation than has ever happened anywhere. And when they call my name to defend my reputation, there is only one thing I can say. I'm a wretch, I'm a worm, I'm a no-good sinner, but I serve you anyway.
when I'm saved. I'm saved. I'm saved like the criminal on the cross. Praise God, I'm saved. I'm saved. I'm saved. No more to suffer loss. Well, he said I'd live in paradise. And he's taken care of the cost. Hallelujah. I'm saved. I'm saved. I'm saved like the criminal on the cross. Well, I'm saved. I'm saved. I'm saved. I'm saved to Jesus. I'm to saved. Jesus. Well, I'm saved. I'm saved. I'm saved. I'm saved. His mercy show his the way. Mercy show well, the I'm way. Saved. I'm saved. I'm saved. I'm saved. No more for me to no say. No more for me. Well, I'm saved. I'm saved. I'm saved. In paradise to stay. Well, it was many years ago in the time of the Bible that they took him up to Calvary. Up to Calvary. They could have let him go, but instead they chose Barabbas just to set another criminal free. Just to set him free. When they crucified, he had a loving, caring master with compassion flowing from his eyes. Well, he said to a thief who was begging him for mercy that together we live in paradise. Oh, and I'm saved. I'm saved. I'm saved like the criminal on the cross. Praise God, I'm saved. I'm saved. I'm saved. No more to suffer loss. Well, he said I'd live in paradise. And he's taken care of the cost. Hallelujah. I'm saved. I'm saved. I'm saved like the criminal on the cross. I'm saved. I'm saved. I'm saved. Like the criminal on the cross. Sohn ist kommen, dass er uns zum Frommen hier auf dieser Erde macht. Er starb am Kreuz und starb als der Schuldige das Lamm, doch er überwand des Todes Nacht. Er lebt, denn sein Grab ist leer, er ist auferstanden, Jesus lebt. Er lebt, und er sagt zu du sollst mit mir leben alle Zeit. Durch sein Wort auch heute lehrt er die Leute, zeigt uns seinen großen Plan. Bald wird er erscheinen, sammelt all die Seinen und er führt uns Himmel an. Durch sein Wort auch heute lehrt er die Leute, zeigt uns seinen großen Plan. Wird er erscheinen, sammelt all die Seinen und er führt uns Himmel an. Er lebt, denn sein Grab ist leer, er ist auferstanden, Jesus lebt. Er lebt, und er sagt zu mir, du sollst mit mir leben alle Zeit. Jesus lebt, er lebt, und er sagt zu mir, du sollst mit mir leben alle Zeit. His great love, it picked me up, set my feet on a sturdy rock. Out of his great love, I've learned the meaning of salvation. Out of his great love, out of his great love, it picked me up, set my feet on a sturdy rock. Out of his great love, I've learned the meaning of salvation. Out of his great love, out of his great love, it picked me up, set my feet on a sturdy rock. Out of his great love, I learned the meaning of salvation. Out of his great love, I had gone astray, I had lost my way, when I called upon his name. Then he rescued me, now this song I sing. What a loving God is he. Out of his great love, it picked me up, set
my feet on a sturdy rock. Out of His great love, I learned the meaning of salvation. Out of His great love, now I shout His praise through all my days for His endless mercy and grace. There's no other one who has greater love. With joy I will ever say, out of His great love, He picked me up, set my feet on a sturdy rock. Out of His great love, I learned the meaning of salvation. Out of His great love, out of His great love, He picked me up, set my feet on a sturdy rock. Out of His great love, I learned the meaning of salvation. Out of His great love, out of His great love, He picked me up, set my feet on a sturdy rock. Out of His great love, I learned the meaning of salvation. Out of His great love, salvation. Out of His great love. Es freut uns sehr, dass noch so viele da geblieben sind, trotz des ersten Teiles. Und ja, Petre Pandelescu ist sein Name und er wird uns ein Lied vorspielen, aber nicht jetzt. Wenn ihr weiter so macht, der muss auf den Zug. Lass uns ein Lied singen. Echoes from the Burning Bush. Und ihr seht uns hier in dieser Besetzung und es ist einmalig, Leute. Ihr seid ganz besondere Leute. Ihr kommt in diesen Genuss, mit zwei Bässen zu singen. Und ja, ein dicker und ein dünner. Moses stood on a holy ground, fire from God descended down, set the roadside bush on fire, bush on fire and blood. Then the Lord it dare explain, to His servant should remain, all the echoes from the bush on fire, bush on fire. Oh, I can hear the echoes from the burning bush. How they thrill my soul. Oh, I can hear the echoes from the burning bush. Point me to the point goal. Me to the goal. I no more am doubting, but with joy I'm shouting, with no thought of shame to blush. Of shame to blush. This my song shall ever be, words that are so sweet to me, echoes from the burning bush. God sent down His only Son, just to ransom everyone, by the echoes from the fire. From the fire, then the God of every land would not pick nor choose a man, for His blood will save us from the fire. Fire. Oh, I can hear the echoes from the burning bush. How they thrill my soul. Oh, I can hear the echoes from the burning bush. Point me to the point goal. Me to the goal. I no more am doubting, but with the joy I'm shouting, with no thought of shame to blush, of shame to blush. This my song shall ever be, words that are so sweet to me, echoes from the burning bush. Oh, the echoes from the bush. How they
Oh, the echoes from the bush. Point me to the goal. Point me to the goal. I'm no more am guarding. But with joy I'm shouting. With no thought of shame to blush. Of shame to blush. This my song shall ever be. Words that are so sweet to me. Echoes from the burning.
I believe that Mary had a baby boy, but Joseph was not his dad. I believe that Jesus lived a perfect life, no one else ever has. I believe that he died on a rugged cross to pay for all my sins. I believe that early on the third day, heavens and the earth. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. When this Word is just a memory, God's Word will still stand. From Genesis to Revelation, yes, Lord, I believe that your Word is sure, your love is pure, your grace I now receive. The two words are for the cleansing that I need, that precious blood I claim. The stripes by which my Savior bled bring healing, this I know. The blood that stained his garments red wash my blood that stained his garments red, wash
wash mine as white as snow. Wash mine as white as Es ist dieser eine, der allmächtige Gott, der seine Liebe offenbart. Out of his great love. Er hat uns berufen. Und ich denke, jeder kommt an einen Punkt in seinem Leben, wo er diesen Ruf deutlich vernehmen kann. Und es ist unsere Entscheidung, was wir machen. Hören wir ihn oder verdrängen wir ihn? Wie oft ist es mir so gegangen, dass ich ihn verdrängt habe? Und ich bitte Gott um Vergebung dafür. Es ist derselbe Gott, der damals bei Moses im brennenden Busch gesprochen hat. Echoes from the burning bush. Und es ist derselbe Jesus, der auf dem Wasser ging. Jesus walked on the water. Und dieses alles zu glauben, von Anfang des Wortes bis zum Ende, er ist die Vergebung. Er hat einen Spagat gemacht zwischen dem Allmächtigen, zwischen der Ewigkeit und unserer Vergänglichkeit, damit wir nicht in der Vergänglichkeit enden. Er will uns zurück zu sich. Forgiveness. Was für ein großartiges Lied. Und wenn ihr nur ein bisschen von diesem Abend mitnehmen möchtet, dann ist es dieses eine. Die Sehnsucht nach Hause. Nach Hause zu ihm. Zu diesem Jesus, der eine lebendige Beziehung zu uns möchte. Möchte nichts anderes, als dass es uns gut geht. Und jetzt sind wir an diesem Punkt angelangt, wo dieser junge Mann, oder doch später, bist du bereit? Wir haben so viel Spaß miteinander und ich kann nicht anders, als euch das irgendwie zu vermitteln. Wir kennen ihn noch nicht so lange. Ich habe ihn vor einem Jahr ungefähr, vor einem guten Jahr, habe ich ihn zum ersten Mal gesehen und ich habe gesagt, das ist er. Irgendwie hat es gefunkt zwischen uns. Und er ist ein Genie. Ich denke, er ist der Welt. Wir haben hier die weltbesten Bässe, wir haben die weltbesten Tenöre und wir haben den weltbesten Pianisten. Und ich bin so froh, dass ich hier dazwischen stehen darf. Er spielte vor einem Jahr ein Stück und ich habe ihn nicht mehr gehört seit damals und ich muss sagen, er hat studiert. Wo studierst du? In Weimar studiert er. Er ist nicht besser geworden. Er war damals schon so gut. Und er spielt erst, also andere Pianisten brauchen 100 Jahre, bis sie das können, was er kann. Wenn sie überhaupt so alt werden. Der Junge spielt seit 11 Jahren. Wie alt bist du? 12? Andersrum. Ah, andersrum, ja, das habe ich verwechselt. Siehst du, in meinem Alter, da darf man das noch verwechseln. Er ist 21. Der Philipp hat in Portugal Socken, die sind älter wie 21. Das sind seine Golfsocken, die mit den 18 Löchern, oder? Er hat mich beeindruckt und wir haben so viel Freude zusammen. Ich möchte damit ausdrücken, er ist ein Künstler erster Sahne und ist ein Mensch, mit dem man reden kann, man Spaß machen kann und ja, wir haben viel Freude miteinander. Und jetzt zu seinem Stück. Oder ich soll sagen, wir haben sogar zweimal geübt mit ihm. Ja, er hat das ganz schnell hingekriegt und jetzt sind wir dran. Wir bräuchten noch eine Woche, damit wir das mit ihm zusammen hinbekommen. Bist du bereit oder später? Nein, jetzt. Okay. Leute, genießt es.
ihr werdet es nie wieder hören, ein Stück von Petre Pandelescu. Petre Pandelescu. Singt mit uns zusammen dieses Lied. Halte mich fest mit den Händen deiner Liebe. Halte mich fest, deines Wortes heller Schein. Halte mich fest, lass mich atmen deine Güte. Halte mich fest, dann kann ich in dir geborgen sein. Noch einmal zusammen. Halte mich fest mit den Händen deiner Liebe. Halte mich fest, deines Wortes heller Schein. Halte mich fest, lass mich atmen deine Güte. Halte mich fest, dann kann ich in dir geborgen sein. Wenn an manchen Tagen die Flügel meine Träume hängen schwer, dann komm ich zu dir, mein Vater, Herr, ich brauche dich so sehr. Halte mich fest mit den Händen deiner Liebe. Halte mich fest, deines Wortes heller Schein. Halte mich fest, lass mich atmen deine Güte. Halte mich fest, dann kann ich in dir geborgen sein. Von dir lernen möchte ich, was Leben heißt an jedem Tag. Und ich wünsche mir dies eine, dass ich bei dir bleiben mag. Halte mich fest mit den Händen deiner Liebe. Halte mich fest, deines Wortes heller Schein. Halte mich fest, lass mich atmen deine
mit den Händen deine Liebe. Halte mich fest, deines Wortes heller Schein. Halte mich fest, lass mich atmen deine Güte. Halte mich fest, dann kann ich in dir geborgen sein. Dann kann ich in dir geborgen sein. Es macht Freude zu singen. Es macht Freude zu singen mit diesen Ausländern hier. Und sie brennen gerade so drauf. Sie möchten euch auch was erzählen. Jungs, wie ist es euch so ergangen in der letzten Zeit? Ich denke schon, ihr... Gut. Sehr gut. Ja, habt ihr uns vermisst oder... Ich frage mal so indirekt ein bisschen. Ja... Erzählt mal ein bisschen, wie es euch da geht, so, wie ihr euch zurechtgefunden habt. Sprecht ihr auch die Sprache des Landes? Fühlt euch frei. Soll ich anfangen? Ja, seit 4,5 Jahren wohne ich in den USA, in den Staaten in Michigan. Das ist 2 Stunden von Chicago entfernt. Da ist es jetzt ein bisschen kälter wie hier. Und ich muss sagen... Deswegen braucht man Winterspeck.
Man muss wissen, ich hab eine recht gute Anstellung hier gehabt in Freiburg, aber ich habe den Drang gefühlt, dass Gott uns ruft, dass er meine Frau ruft, die Mathilde. Und aus dem Grund haben wir hier alles aufgegeben, sind in die Staaten. Wir wussten nicht, wie wir das Ganze finanzieren sollen, wie wir das machen sollen, aber es hat geklappt, es hat sogar sehr gut geklappt. Wir haben Gottes Segen gespürt, wieder dann, wenn es nötig war, hat Gott geholfen. Und wir haben so viel Erfahrung gemacht, ich kann gar nicht anfangen zu erzählen, weil es wird viel zu lang gehen. Es fing schon an hier, als wir hier waren. Gott hat Türen geöffnet. Wir haben nicht damit gerechnet und wir sind wirklich gesegnet. Aber wie der Hans-Werner schon sagt, wir waren hier in Freiburg zu Hause, es war unser Daheim, wir sind dort, es ist unser Daheim. Aber es ist nicht das wirkliche Zuhause, nach dem wir uns sehnen. Es ist im Himmel und darauf freuen wir uns. Wir wissen nicht, wir sind dieses Jahr fertig. Und wir wissen nicht, was Gott mit uns vorhat. Wir lassen es auf uns zukommen. Weil wir wissen genau, dass Gott eine Tür öffnet für uns. Und wir werden sehen. Beim nächsten Konzert nächstes Jahr. Ne, 5 Jahren. Nee. Auch der Philipp, Sie haben alles aufgegeben. Und das bewundere ich an diesen Leuten. Sie haben Ihren Haushalt hier aufgelöst. Und wir waren dabei. Und ich weiß nicht, ob ihr sowas mal miterlebt habt oder ob wir uns da reinversetzen können. Alles, ganz einfach, alles hier aufzugeben, abzuhauen und dort neu anzufangen. Philipp, wie ist es euch gegangen? Ja, wir können Gott nur danken. Wir sind seit einem Dreivierteljahr in Portugal. Und die schwitzen, wir frieren in Michigan. Deswegen braucht ihr auch keinen Winterspeck. Wir haben uns immer gefragt, wohin sollen wir gehen. Wir haben uns in Deutschland umgeschaut, ob wir irgendwo aufs Land ziehen können, aber es hat nie so richtig irgendwie geklappt. Wir haben uns in Frankreich, also im nahen Elsass, uns mal hinorientiert. Doch auch hier hat uns Gott nicht wirklich gesagt, dass wir hingehen sollen. Und dann kam der Tag, wo Freunde von uns gesagt haben, du, wir ziehen nach Portugal. Und es gab noch ein paar andere Familien, die mit diesem gleichen Gedanken dahin gegangen sind. Und wir haben gesagt, wir suchen eigentlich schon lange was, wo wir hingehen können, wo wir ländlich, in ländlichen Gegend sein können, wo unsere Kinder in der Natur aufwachsen können. Und dann haben wir Gott ein paar Bedingungen gestellt und haben gesagt, lieber Gott, wenn wir gehen sollen, dann musst du uns auch wirklich zeigen, ob wir dort am richtigen Platz sind. Und wir haben ihn auch gebeten, weil wir hatten 2 Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus und wir haben gesagt, weil wir einen Durchbruch gemacht hatten, also praktisch 2 Wohnungen als eine Wohnung hatten, haben wir gesagt, wir wollen eigentlich nicht das wieder zumachen und 2 Wohnungen verkaufen an unterschiedliche Leute. Lieber Gott, wenn du willst, dass wir wirklich wegziehen, dann musst du das machen und zwar in einer bestimmten Zeit. Und es hat geklappt, ja. Also wir haben selber daran gezweifelt, aber es haben sich Leute gefunden, die gesagt haben, ja, wir nehmen beide Wohnungen, wir können das offen lassen. Ich weiß nicht, wer das so einfach tun. Also ich hätte es nicht nochmal gemacht, sage ich mal, so in eine Wohnung zu gehen, in einem Mehrfamilienhaus. Und Gott hat uns dadurch den Weg eröffnet. Er hat uns auch dort gezeigt, wo wir gehen sollten. Wir hatten verkauft und wussten, wir müssten raus. Wir wussten aber noch nicht, wo wir hinziehen sollten. Ja, um eine lange Geschichte kurz zu machen, Gott hat uns dahin gebracht, in ein kleines Örtchen im Moment. Wir haben uns ein Grundstück gekauft. Da standen Ruinen drauf, die sind wir gerade am Aufbauen. Wir sind so 15 Kilometer weg von diesem Ort. Also der größte Ort in unserer Nähe, der heißt Serta. Vielleicht will sich mal jemand orientieren auf der Karte. Es ist also fast in der Mitte von Portugal, wenn man aus allen 4 Himmelsrichtungen schaut. Die Leute sind sehr freundlich, sehr ausländerfreundlich auch. Wir haben so viel Zuneigung und so viel Liebe, kann man schon fast sagen, von vielen Leuten dort erlebt, von unseren Nachbarn. Ich weiß nicht, vielleicht sehen wir ein bisschen dünn aus oder so, aber sie haben uns Kartoffeln gebracht und alles Mögliche. Und natürlich haben wir auch versucht, ihnen zu helfen. Manche meiner Patienten sitzen hier und das freut mich ganz besonders. Ich habe dort auch schon wieder welche, nur ich habe ihnen gesagt, ich werde sie umsonst behandeln erstmal. Es kostet nichts und ihre Dankbarkeit zeigen sie uns natürlich oft in den Naturalien, die sie uns bringen. Und wir sind dabei, ein Haus zu bauen. Wir haben dort eine Gemeinde gefunden. Es ist erstaunlich, dass wir so viele junge Familien
gerade aus Deutschland und aus der Schweiz dort kennengelernt haben oder getroffen haben, die mit dem gleichen Gedanken dahin gegangen sind. Und ich denke, es ist Gottes Wille, dass wir dort sind. Und wenn er ein Werk für uns dort hat, dann wollen wir es gerne tun. Natürlich, der Hans-Werner hat gefragt, ob wir euch hier vermissen. Vielleicht nicht so sehr das Land, aber die Leute. Und wir sind natürlich ganz besonders froh, heute mit euch diesen Abend verbracht zu haben und noch zu verbringen. Wir wünschen Ihnen für das weitere Leben alles Gute. Wir bleiben zusammen. Zusammen. Mit unseren Familien waren wir schon immer verbunden und jetzt singen wir ein Familienlied. Und da darf ich unsere Mädels bitten, wir singen ein gemischtes. Früher haben wir auch einmal gemischt gesungen. Bist du müde, Träume nachzujagen? Kommt ihr mal kurz? Glaube ihm.
Es ist unser Wunsch, unser Traum, umherzuziehen und den Leuten die Sehnsucht, ein Fünkchen Sehnsucht zu wecken nach der Heimat. Wir singen schon seit 1991. Ja. Jetzt rechnen wir. Ja. Später. Und wir fingen an mit diesem, wir waren voller Dank und voller Freude, voller Energie. Heute irgendwie, das ist so schwer geworden. Ja, nicht. Und es war unser Wunsch und das hat sich nicht geändert, bis auf den heutigen Tag und weiter. Und jedes Mal, wenn wir singen, ist das unser Anliegen, diese Sehnsucht in uns zu wecken und natürlich auch in euch, in den Zuhörern, diese Sehnsucht nach dem lebendigen Gott, in seiner Nähe zu sein, zu Hause zu sein. Denn wir kamen vor über 20 Jahren, kamen wir nach Deutschland aus einem Land, wo eigentlich nicht so ganz Freiheit war. Und wir stürmten hier rein und dachten, jetzt erobern wir die Welt. Und wir dachten auch, wir kommen nach Hause. Das war natürlich unser Wunsch damals. Wir kommen nach Deutschland, nach Hause. Und mussten nach kurzer Zeit feststellen, dass immer wieder Leute uns fragten, ja, wo kommen Sie denn her? Sie haben so einen komischen Akzent. Und wir stellten fest, wir sind eigentlich Ausländer hier. Deswegen freue ich mich hier, mit ein paar Ausländern hier zu stehen. Leute, das tat erst mal weh, das zu begreifen, weil dort waren wir ja auch Ausländer. Und wir kamen daher und stellten fest, wir sind Ausländer. Und wir mussten das erst schlucken und begreifen, dass diese Erde nicht unsere Heimat ist. Egal wo, Deutschland, Portugal, Amerika, es ist nicht unsere Heimat. Gott hat uns das zu verdauen gegeben, er hat uns das gelehrt. Und ich habe mich oft so in jemanden hier reinversetzt, der hier geboren wurde und ich hätte so gern gewünscht, zu sagen, ich komme aus Oberrottweil oder aus Freiburg. Und ich kann das nicht sagen. Woher kommen Sie? Woher kommst du? Und dahin wieder zurückzugehen, wenn du weg bist von dort, bedeutet, Heimweh zu haben. Wir haben uns Gedanken gemacht über dieses Wort, Heimweh. Es muss ja schmerzen, oder? Habt ihr schon mal Heimweh gehabt? Wer hat schon mal Heimweh gehabt von euch? Wow, lauter Ausländer hier. Es tut weh. Ihr könnt mir es nachfühlen und ich bin sehr froh, dieser Schmerz zu spüren, wenn man nicht zu Hause ist. Und ich denke, dass das Absicht war von unserem himmlischen Vater. Er hat uns die Sehnsucht in unser Herz gegeben nach der Ewigkeit. Heimweh. Und das war ein Lied aus unseren Anfängen. Ich weiß nicht, ob wir es noch können. Wir probieren es mal. Heimweh. Wenn der Herr die Seinen nach Hause bringt, wird sein Thron von Freude und Dank umringt und wir alle singen ein neues Lied von Gottes unendlicher Lieb. Fühlst du es auch? Heimweh. Dann sing es laut, sing es hinaus in die Welt. Heimweh, Heimweh. Jetzt noch halten Engel die Winde auf, doch wenn Gott das Zeichen gibt, hört das auf. Und die Welt wird nicht mehr zu halten sein, denn Brüder, er holt uns heim. Fühlst du es auch? Dann sing es laut, sing es hinaus in die Welt. Heimweh, Heimweh. Dort wird alles
Sehnsucht in uns gestillt. Alle Wünsche, die hier nicht sind, erfüllt. Und wir singen, Gott ist Gerechtigkeit, von Sterblichkeit ganz befreit. Ja, Freude uns alle bewegt, Herr, wir stehen hier im Gebet. Führ uns nun an deine Hand noch so lang, dir gilt unser Lobgesang. Amen, Amen, Amen. Mit dem nächsten Lied möchten wir uns verabschieden. Und wir möchten uns ganz, ganz herzlich bedanken. Das war wunderbar, hier zu singen. Und ich weiß nicht, der Raum hätte eigentlich größer gebaut werden müssen. Und es tut uns nicht so leid, weil manche mussten stehen. Wir mussten ja auch hier stehen. Wir haben uns sehr, sehr gefreut, auch viele wiederzusehen, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben, auch wenn es nur so in dieser Konstellation war. Und sollten wir uns nicht mehr wiedersehen hier, das muss ich immer wieder erwähnen, weil wir gehen hier raus, unser Alltag beginnt, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Wir wissen, dass wir in seiner Hand sind. Und unser Ziel ist es, uns alle wiederzusehen, wenn er kommt. Denn er kommt wieder, das ist sicher, weil er hat es verheißen. Und er hat gesagt, ich will euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und Leute, er hat Wohnungen für uns vorbereitet, in der Stadt Jerusalem. Ihn zu sehen, ist mein Verlangen. Ihn zu sehen, das ist mein Ziel. Bis dann. Es standen viele an dem Straßenrand voll Neugier, um jenen Mann zu sehen, der Wundertäter war. Er schaut sie an mit einem Blick, der voll Verständnis war, und ihre Augen sagten ihm, dass er willkommen war. Ihn zu sehen, wenn er kommt, ist mein Verlangen. Ihn zu sehen, wenn er kommt, das ist mein Ziel. Er ist die Kraft, die mich erhält. Er hat das Leben gemacht. Ihn zu sehen, wenn er kommt, das ist mein Ziel. Kurze Zeit danach hing Jesus an dem Kreuze, vorbei der Traum von einem Leben ohne Qual. Doch einer sagte laut, denkt, was er uns verheißen hat. Und seit dem Tage blick ich sehnsuchtsvoll zum Himmel auf, ihn zu sehen. Das ist mein Ziel.
ihn zu sehen, wenn er kommt, das ist mein Ziel. We should cross the road in time, for we're down here for just a little while. Our home is on the other side. Ambassadors true for Jesus our Redeemer, and it is a love crusade. For right against wrong, but through me join the throng in the heaven with the saints parade. For heaven's King of Kings, we gladly will sing the story. The sweet, sweet story, for all is over set in heaven in glory. And of young man with that glad and happy man. Telling you, my friend, that Jesus can redeem your soul from every old sin and make you pure with joy. Because of you, then we'll roll a happy new song. You will begin to sing to Jesus, see the way had made to glory and fair. We'll have a mansion there and join us in the saints' parade. For heaven's hands of King, we gladly will sing the story. The story, story, sing it, peace, yes, ever let this avenue in the glory and of God. Dass es Gottes Wege sind, die wir auf dieser Erde gehen. Doch er führt uns an der Hand bis in das verheißene Land. Wenn wir dort sind, werden wir ihn recht verstehen. Eines Tages werden wir ihn sehen, wenn der Herr die Seinen um sich schart. Und wir froh erzählen, wie er uns bewahrt. Dann erst werden wir sein Handeln recht verstehen. Es spricht nach Gottes Plan, was wir doch so gern getan. Voll Verzweiflung ziehen wir dann eine dunkle Lebensbahn. Doch wenn wir auf ihn vertrauen und auf seine Worte schauen, zeigt er uns, wie er uns weiterhelfen kann. Eines Tages werden wir ihn sehen, wenn der Herr die Seinen um sich schart. Und wir froh erzählen, wie er uns bewahrt. Dann erst werden wir sein Handeln recht verstehen. Versuchung trifft uns oft und wir fallen unverhofft, tut uns auch nach kurzer Zeit schon uns.